Ja, willkommen zurück zu SMWCP 2. Ein SMW-Hack von SMW Central. Ja, es kommt hier viel SMW vor. ja, es tut mir leid, dass ich länger nichts mehr aufgenommen habe hierzu. Aber im Real Life habe ich momentan so viel zu tun, dass ich nicht dazu komme. Ich hoffe, dass ich in der nächsten Zeit ein bisschen mehr Zeit finden werde. Vielleicht mache ich die Parts auch dann auch mal ein bisschen länger. Übrigens, wenn ihr euch den Mario oben links anschaut, der sieht so aus wie der Paper Mario aus dem Paper Mario Spiel. Zumindest aus dem N64, da ist so ein bisschen nichts. Hier ist er natürlich sehr verpixelt, aber ja. So, wir waren im letzten Part hier in diesem Level Velocity Elvis, ja. In Velocity Elvis waren wir, genau. Und ja, jetzt fehlt ja noch eine SMWC-Coin und nicht nur diese, sondern auch das Secret Exit. Und ich vermute, dass es an einer bestimmten Stelle zu finden ist, aber ich, ja, also zumindest eine Sache muss ja an der einen Stelle zu finden sein, die so nervig ist, aber ja, werden wir dann noch sehen. So, hier, die Münzen zeigen an, dass es sich hier nicht um einen Blind Jump handelt, also dass man hier sicher landen kann. Deswegen ist das kein Blind Jump, wenn man da runter fällt. In gewisser Weise. So. Ich habe mich, als ich mir das Video angeschaut habe, muss ich zugeben, da habe ich mich doch ziemlich sehr angestellt in diesem Level, aber ich musste mich ja erstmal mit diesen Mechaniken hier anfreunden. Also. Ja, das bewahre ich mir auf, falls ich irgendwie getroffen werden sollte in der Nähe hier. So, es ist erstmal zum Checkpoint zu kommen, der sich hier befindet. So, und ich denke mal, ich weiß gar nicht mehr, wo war. Wie gesagt, es ist ein bisschen her, als ich das letzte Mal aufgenommen habe. Hier ist doch so ein. Ist es nicht so ein Ventil hier? Ah. Auf jeden Fall. Ja. Muss ich erstmal zu der einen Stelle spielen. Was natürlich auch nervig ist. So. Jetzt muss ich den Sprungknopf gedrückt halten und am besten hier so. So und dann. Ah, shit. Oh, dass hier noch Gegner sind, das ist kacke. So. Darf ich jetzt nicht. Moment, so. Es bringt aber auch nichts. Ich hab jetzt nicht angehalten. Ich hab einfach den. Die Renntaste gedrückt gehalten. Sprungknopf. Scheiße, Mann! Wie braucht das auch so lange? Nee. Ich komme da trotzdem nicht hin. Wenn man sich so die Münzen hier, den Münzverlauf so anschaut, ist auch nicht so gedacht, oder? Na, ich mach nochmal so. So. Jetzt will ich hier. Moment mal, Ash kann höher springen. Ihr habt ja eben gesehen, er kann höher springen, aber warum macht das nicht, wenn er von hier aus da. Ah, oh, die haben das auch. Die hätten das einen Block nach rechts machen sollen. Nee. Weil so muss man tatsächlich kurz anhalten, damit man auch den Block trifft. Das ist nicht gut designt. Nee. Ich krieg das nicht hin. Ich komme da nicht hoch. Das muss einen anderen Weg geben. Dieser Scheißbein, jeder mal nicht rumnerven. Und du mich ja dich mal umdrehen würdest. Moment mal. Wenn diese verdammten Koopas, müsst ihr da rumeiern. Nee, das ist. Ist das ein Hindernis? Ja, ich meine schon, ne? Oder? Nee, das ist doch. Ah, komm, Alter. Also da komme ich ja hin. Das ist ja nicht das Problem. Wenn ich diese verdammten Koopas mal lassen würden. Weil den bewahre ich mir mal auf für. Ja, wie. Also die. Ja, stimmt, die Münze haben wir schon gesehen. Die Frage ist nur, wie komme ich da hin? Das ist die zentrale Frage. Wie komme ich da hin? Irgendwie von der Seite oder so? Ach, diese scheiß dreckigen. So. Warte mal. Nee, von der Seite gibt es ja keine Möglichkeit mehr.
Hier ist sie nicht auch irgendwie. Hier zwischen noch irgendwas, ne? Ja, das habe ich das. Wäre mir denn im letzten Part aufgefallen? Ich bin ja am Anfang auch hier so entlang gesprungen. Ne, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob es irgendwie ein Let's Play oder sowas dazu gibt. Ich muss mir das anschauen. Ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Okay, ja, dann wollen wir mal weitermachen. A Reclaimed Refinery. Das ist eine Raffinerie wahrscheinlich hier. Wie gesagt, ist ein. Oder ob ich das. Ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt erwähnt habe, aber. Es wirkt so wie die Welt der Fabriken hier. Also, das hier scheint eine Raffinerie zu sein. So. Right, Customer Service Department. Left, Express Letter to Blossom Boroughs. Und down, Hot Bath. Okay, das ist nicht. Das ist. Ja, das hätte ich mir schon gedacht. Down. Das ist. Sehr heiß ist. Ein tödliches Bad sogar. Nicht nur ein heißes Bad, sondern ein tödliches heißes Bad. So, ja, wo will ich denn jetzt hin? Zum Kundenservice oder. Gehen wir jetzt mal zum Kundenservice. Das wurde als erstes. Wobei. Weiß ich jetzt nicht, ne? Ach, ich gehe doch erstmal nach links. Oh. Ah ja, das ist auch schon die Tür hier. Gut. Aha. Mir das jetzt hier? Ach so, das geht. Ach, das ist ein eigener Abschnitt hier, okay. Na toll. Ich hätte mir eigentlich denken können, dass da eine Blume drin ist. So. Das scheint ja irgendwie der Dungeon. Also, was heißt Dungeon zu sein? Also, die. Das Schloss, dieses. In Anführungsstriche Schloss, dieser Welt zu sein. Wirkt jedenfalls so von der Art und Weise her. Okay. Okay. Ja, habe ich mir gedacht, dass er in die Richtung geht. So. Ja, trotzdem. Okay. Ja, komm! Oh, nee, nicht die Knochenwerfer. Ja, komm! Oh, das wusste ich nicht! Man hat zwar hier gesehen, dass hier diese Münzen sind, aber. Dass er so schnell ankommt da. Ah, Checkpoint. Also ist das hier wohl der richtige Weg? Hätte ich wohl doch erstmal zum Kundenservice gehen sollen. Na gut. Muss da nochmal reingehen. Ich habe ja noch keine SMWC-Coin gefunden. Das ist bestimmt beim Kundenservice. Das heißt, ich darf dieses Level dann nochmal machen. Oh, das ist mies. Warum machen die das hier so schräg? Man denkt hier, oh, du kannst rutschen. Und dann kommt ein Grinder. Das ist doch dämlich. Das ist nicht gut designt, sowas. Wo soll ich denn wissen, dass da ein Grinder kommt? Sonst war das immer so in diesem Spiel. Schrägen mit Münzen hier gleich rutschen. Du darfst da rutschen. Aber in dem Fall war das, ja, nicht zu empfehlen. Ich meine, wenn man das Level kennt, okay, aber. Wenn man das blind spielt hier, dann ist das wiederum eine andere Sache. Damit muss man immer. Was? Man sieht manchmal nicht, was Hintergrund ist und was nicht. Damit muss man, also mit diesen Gedanken muss man immer ein Level angehen. Also wenn man jetzt das designt. Jetzt weiß ich nicht, was hier los ist. Hä? Ah, ich verstehe. Ich muss da schnell durch. Ach, das ist schon das Ziel. Und keine SMWC-Coin gefunden. Okay, ich hätte gedacht, das wäre ein. Ja, sozusagen mit einem Endboss. Dass man hier einen Boss hat. Also Endboss sowieso nicht, sondern nur ein normaler Boss. Also damit muss. Was wollte ich eigentlich sagen? Das ist doch schon Ende hier, oder was? Also, was wollte ich jetzt sagen? Man muss, wenn man jetzt ein. Level designt, muss man immer davon ausgehen, dass der Blindspieler nicht weiß, was man, ja, worauf man hinaus möchte. Und wenn ich mir das hier gerade so anschaue, gibt es hier zwei Exits und ich habe zufällig irgendwie das Secret Exit bekommen. Weil das Secret Exit ist das zweite. Okay, dann gehen wir jetzt mal zum Kundenservice. Welches ist da ja ein Boss, aber ja, okay. Oder wohl. Ja, doch, könnte gut sein. Weiß ich nicht. Ja.
Ich habe jetzt auch, als ich das Level zum ersten Mal betreten habe, auch gar nicht dran gedacht. Nachzuschauen, wie viele Exits das hat. Habe ich jetzt eben erst gesehen. Wow, wow. Okay. Oh nein, nicht so eine Scheiße. Zeitdruck heißt das hier für mich. Hä? Nee. Oh, das ist mies. Los da rein. So, jetzt die Frage, ist das die erste? Hallo? Ist das die erste? Dann muss der Knochenwerfer da kommen. Ja, ist die erste. Oder? Ja. Hat ja keine Zeit dazu gucken. Ich weiß nicht, ob das Schaden macht. Ey! Wieso landet er daneben? Ich hab da gar nicht hingelenkt. Wieder, ne? Ja. Okay, der andere Weg hat mir mehr gefallen. Oh, hier hätte der aber wirklich ein... wieso sind das jetzt solche Wurfblöcke oder was ist das jetzt? Ah, ich verstehe dafür. Okay, Moment mal. Ja, ist die zweite. Kriegt man irgendwie auch nochmal ein Item oder sowas? Müsste man doch normalerweise nach einem Checkpoint, oder? Ich lasse die Blöcke da vorsichtshalber. Ich weiß nicht, ob ich irgendwie noch einen Block für irgendwas brauchen sollte. Ah, hier jetzt, ja. Aha, ja. Die ganzen Kram davon eben hätte ich No-Hit schaffen sollen, um nicht Leben zu verlieren. Hallo? Ich brauche einen... Ich weiß nicht, wo Boden ist. Das sieht alles so irgendwie... Die Hintergründe sind so overpowered. Ah, hier gibt es tatsächlich einen Boss. Was sagt er hier? Office of... Was? Truntech. The boss is in. Scheiße, jetzt muss ich jedes Mal... Nochmal die... Oh, du verdammte Podobruder! Oh, das ist dumm gemacht. Wenn man da einmal verkackt... Kriege ich mal es nicht hin. Muss ich... Scheiße, ich hätte das erst machen sollen und dann den Checkpoint aktivieren sollen. Wobei ich weiß nicht, ob ich hier, ja, wenn ich jetzt hier verkacken sollte. Oh. Was ja der Fall ist. Es ist dumm designt, wie hätte ich da ausweichen sollen? Ich hätte... Ah, das ist zum Kotzen einfach gemacht. Aber es ist gut, dass ich doch den Checkpoint gemacht habe. Hier muss irgendwie noch ein Power-Up sein, ne? Danke. Was ist das hier für eine Röhre? Oh, eine Feder! Du scheiß Bodebu! Drauf! Oh, das... Ah, das ist schlechtes Level-Design! Wie hätte ich das denn... Ach, come on, ne! Stirb! Das hätten die... daran hätten die denken müssen, wenn man den Checkpoint nimmt und dann erst... dahin geht. Das... Ah, das ist doch schlecht. Das ist so schlecht designt. Ganz ehrlich. Warum musste man da überhaupt Münzen hinpacken? Das ist doch bekloppt. Da haben die gar nicht dran gedacht, ne? Oh, man kann echt den Checkpoint nehmen und dann, ja. Das ist dumm. Das ist nicht gut gemacht. Genau, wir sind getroffen. Oh, weil die Grinder immer so urplötzlich hier kommen. Oh, nun mach hin ja jetzt, du Arschgesicht. Das kann doch nicht angehen, so eine Scheiße hier. Klopptes billiges Level-Design hier. Wenn hier der Dreijährige bessere Levels machen. Ja, genau. Woher soll man denn... Alles nur wegen einer
Starcoin jetzt hier, ne? Ja, hier, SMW-Zwickcoin. Wie, ich musste da irgendwie jetzt schnell sein. Ja, ist einfach nur hier durchzukommen. Das allein ist ja auch schon ein Akt. Diese Passage hier zu machen. Mann, ist das dumm! Muss da irgendwie hin? Komm ich nicht hin. Heißt für mich. Sterben! Ja, natürlich sterben! Schlecht gemacht, ey. Das ist nicht gut. Man muss ja erstmal sehen können, was von einem erwartet wird hier. So. Ja, mit der Feder. Man muss das immer so lange dauern, bis die Feder nach unten gekommen ist. So. Münzen erstmal einsammeln. Das ist so dumm gemacht, ganz ehrlich. Da hätte ich dran denken müssen. Hier, diese Münzen, die waren unnötig. Okay. Okay, weiter jetzt. Mann! Scheiß Podobu! Dämlich designt. Ich weiß nicht, wie ich da jetzt... Spring doch, du Feuerhunk! Wieso springt der denn nicht? Ich hab gedrückt. Oh, come on. Ihr dürft nicht so eine schlechten Passagen machen. Das ist ja jetzt schon Kaizo-like fast. Ist die erste Welt. Oh nee, scheiße. Ich muss ja wieder... Oh, diese verfickten Münzen einsammeln. Weil man sich nicht Gedanken darüber gemacht hat. So, daran denken, da ist der Podobu. Trotzdem werde ich getroffen, weil es einfach nur dumm Design ist. Verdammten Grinder! Die sind schuld, dass ich hier... Also, jetzt weiß ich aber auch gar nicht. Hau ab, du scheiß Grinder. Jetzt muss ich erstmal, bevor ich das hier aktiviere, erstmal gucken. Ich darf den gar nicht aktivieren, ne? Mann! Ich bin auf ihn raufgesprungen, du... Der noch umeiern. Oh, Gottes Willen nochmal. Ach, zum Glück sind die Items wieder da. Das ist wieder gut. Toll, jetzt kommen wir mit dem Boss. Ich weiß auch gar nicht, was er drauf hat. Das ist eine Scheiße. Was? Was zum Geier? Toll, dann kann sie Augen zumachen. Super. Oh, wie scheiße ist das? Oh, wie unfair! Ja, hallo, wie hätte ich da was machen sollen? Also, ich muss ehrlich sagen... Wieso kommt er so schnell zurück? Das führt mich in die nächste Welt, ne? Ah, Wald. Waldwelt, ist das denn Fringe Forest? Da gehen wir aber noch nicht rein. Denn ich will
mir mal anschauen, wo mich das Secret Exit hingebracht hat hier. Also jetzt hier in die Röhre hier. Ach, das ist noch ein Level. Okay. Moment mal. Kann ich diese Laternen anzünden, wenn ich jetzt eine Blume hätte? Ja, toll. Schön, dass ich keine Blume habe. Hä? Ach, das ist jetzt noch eine andere Welt hier, die ist japanisch oder asiatisch zumindest angehaucht. Was? Akuri? Was? Akarui Avenue? Wie auch immer. Wieder zwei Exits. Ja, wo wir hin zuerst hin? Da das der Secret Exit war. Gehe ich da erst später hin. Ich will erst das, wo dann das normale Exit war, da gehe ich jetzt weiter hier. Und zwar ja in Fringe Forest. Hoffentlich wird es kein Cringe Forest. What? Darf ich das berühren? Manchmal weiß man nicht, ob das Hintergrundstuff ist oder nicht. Okay. Ah ja, ich verstehe, was da zu machen ist. Ich muss erstmal. Oh Gott, das ist ja jetzt. Oh, da muss ich aber. Damit es hier weitergeht. Ah ja. Was, ich darf jetzt den ganzen Weg wieder zurücklatschen? Ist ja nicht so schwer. Oder was ist ja schwer? Ist ja nicht so schlimm, meine ich. So, warum sind hier die Münzen hier so nach oben? Kein Geheimnis? Okay. So, jetzt gib mir mal eine Feuerblume hier. Oder eine Feder wäre auch gut. Hä? Müsste es nicht eigentlich eine Disco-Shell werden? Muss ich machen? Achso, doch nicht. Oder Moment, vielleicht brauche ich das. Da, wo die Münzen nach oben gezeigt haben. Aber sag nicht, ich musste jetzt in den weiten Weg. Obwohl, sowas gab es im ersten Teil auch. Das war hier, ne? Die Tür. Oh! Mal ein paar Leben wieder. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn Game Over ist. Ich habe noch nicht die Abfrage bekommen, ob ich speichern möchte. Deswegen mache ich immer zwischen den Parts, die ich aufnehme, ein Safe State. Ja, ich abuse diese Safe States nicht, sondern weil ich nicht weiß, ob das gespeichert bleibt. Und ich will es auch nicht austesten. Nicht, dass ich alles nochmal von vorne machen muss. Also, die geizen ja ganz schön mit den Items. Muss man schon sagen. Wenn man jetzt so an die ersten beiden Level denkt, da kann man schon häufiger Items bekommen. Aber hier... Ach komm, muss der da auch mal kriechen. Checkpoint. Natürlich muss er da jetzt gerade so eine Scheiße machen. Hey, wieso ist da unten? Was ist denn da unten? Kann man da nach unten hin? Ich will es nicht austesten. Das scrollt aber auch nicht weiter da, ne? Ich will es nicht austesten. Warum? Ach, mit Bomben kann man das wahrscheinlich öffnen, ne? Mal probieren. Nee. Muss man schon von unten? Das verstehe ich auch nicht, was da... Meint ist. Warum ist. Oh. Okay. Ach so. Die bisherigen Musikstücke
kam mir nicht bekannt vor. Dieses hier, in dieser Höhle, hört sich so an wie ein Overworld-Musikstück aus dem ersten Teil. Bin mir aber nicht hundertprozentig sicher, ob das wirklich so ist. Gut, nichts verpasst. Ja. So, da ich hier bestimmt nicht nochmal reinkommen werde, schaue ich erstmal, was hier drin ist. Ah, Münzen. So, das Level werde ich auf jeden Fall... Es sei denn, ich sterbe 100 Tode, dann natürlich nicht. Diesen Part noch zu Ende machen. Wenn die Parts ein bisschen länger, eben weil sie ja eher selten was in der letzten Zeit vor mir kam. Deswegen ist es, denke ich mal, ein guter Ausgleich. Was ist denn hier unten? Geht tatsächlich unten hier noch, oder? Gehen wir nicht auf den Senkel? Aha. Falls da eine Blume drin ist und ich getroffen werden sollte. Ich hätte auch da runterklettern müssen. Ich hätte gar nicht so seltsam fallen müssen von der, zur Tür hin. Ja. Ich denke mal nicht, dass man jetzt auf so eine leichte Art und Weise irgendwie an eine Starcoin kommt. SMWC-Coin kommt. Und das ist das Problem, wenn man in einem solchen Spiel Schrägen einbaut. Ach so, man fängt hier unten an. Ah, okay. Dann hat sich das jetzt auch... Ja, das ist gut, dass ich gestorben bin. Dann weiß ich wenigstens, ja, was das, zu bedeuten hat. Oder wie man da hinkommt. Ich bin extra gestorben, nur um das auszutesten. Ja, nun explodier mal schneller, da du Nervensäge. So. Hier weiß ich. Auch wenn hier jetzt kein... Auch wenn jetzt ein Item wäre... Hätte ich es natürlich sowieso genommen, weil ich nicht vollständig, weil ich noch, es die Möglichkeit gibt, ein besseres Item als den Pilz zu, bekommen. Ist hier. Das Ding da oben brauche ich nicht. So, nun nerv dich rum da, du scheiß Cooper. Oh, gehen die mir auf den Keks, diese Arschlöcher. So, am besten diese Schrägen vermeiden. Und von hier aus dahin springen. Geht so nicht nochmal weiter hier. What? Okay. Moment! Oh, das ist ja mies. Kriegt man die SMWC-Coin hier? Achso, nee, dann bekommt man nichts. Diese gestrichelte Linie. Wenn man diese gestrichelte Linie oder diesen gestrichelten Kreis bekommt. Ja, hier habe ich jetzt auch die dritte Star SMWC-Coin nicht gefunden. Vielen Dank aber auch fürs Spiel. Und ja, da werden wir im nächsten Part, erstmal im nächsten Part mit diesem einen Level mit diesen Dämpfen, da würde ich erstmal, ich muss irgendwie nachschauen, wie man da hinkommt. Ich habe keine Ahnung, was man da drücken muss und wie man da hinkommt und ob das überhaupt wirklich der Weg ist, hinzukommen. Das werden wir alles im nächsten Part sehen und ja, bis dahin alles Gute und wir sehen uns ja wieder. Bis dann, tschüss.